So, jetzt haben wir Europapolitik gehört, wir haben Bundespolitik gehört. Was noch fehlt, ist die Kommunalpolitik. Und was sich da im letzten Jahr getan hat, das erzählt uns nun unser Wichshändchen. Ich bin froh, dass wir hier in der Europahalle sind. Boah! Das hätte ja letztes Jahr auch keiner geglaubt, ne? Aber kein Problem. Alles wird gut. Die Stadt hat ja jetzt übernommen. Da kann ja nichts mehr schief gehen, wenn die Stadt was übernommen hat. Ist alles gut. Wir haben auch gleich das Nötigste gemacht. Und haben die Handwerker kommen lassen. Aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn die Handwerker im Haus sind. Ne? Da erlebt man so manch komische Geschichte. Einer von den Maurern zum Beispiel, mitten in der Arbeit, schnappt er sich eine Dachlatte und haut wie bekloppt auf so eine dicke, fette Schnecke ein. Seine Kollegen gucken ihn an und sagen, was ist mit dir? Geht das noch? Was soll das denn? Sagt der Maurer, habt ihr das nicht mitbekommen? Dieses aufdringliche Biest ist schon den ganzen Tag hinter mir her. Na gut. Die bei der Halle wissen jetzt auch, warum Handwerker nicht in den Himmel kommen, ne? Denn die berechnen die Anfahrt. Die Stadt führt die Halle jetzt wieder in Eigenregie. Das ist ein bisschen so, wie der Chef, der zu seinem Mitarbeiter gesagt hat, Müller, wissen Sie was? Ich habe beschlossen, dass Sie jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ab heute sind Sie für alles verantwortlich, was hier schiefläuft. Aber die haben das auch ganz korrekt gemacht bei der Übergabe, ja, damit die Stadt auch irgendwann die Kaution mal wieder zurückbekommt. Die haben ein Mängelprotokoll erstellt, das kennen Sie von Ihrer Mietwohnung zu Hause. Ja, bei der Europahalle ist das schlappe 734 Seiten lang und erscheint demnächst im Weyand Verlag. Kann man mal nachlesen. Das führt natürlich jetzt auch dazu, dass das Baudezernat ein bisschen ausgelastet ist. Haben Sie also bitte Verständnis dafür, wenn Bauanträge in der kommenden Zeit etwas verzögert bearbeitet werden? Nämlich gar nicht. Das wiederum kann aber auch ein bisschen daran liegen, dass der Baudezernent, der Andreas Ludwig, dass der lieber durch die Weltgeschichte reist, als sich um sein Dezernat zu kümmern. Neulich war er sogar in China und hat begutachtet, wie der Künstler da unseren Minimarkt zusammenschraubt. Herr Ludwig, was genau haben Sie da eigentlich gemacht? Ich meine, haben Sie dem Künstler geholfen, da eine Locke beim Marx in den Bart reinzuritzen oder so? Ich meine, wenn wir gewusst hätten, dass so ein Künstler an Ihnen verloren gegangen ist, hätten wir Sie glatt zum Bürgermeister machen können. Nee, Moment. Das ist ja schiefgelaufen, ja. Aber man muss fairerweise sagen, das lag ja nicht an Ihnen. Das ist in Ihrer Partei so ein klitzekleines bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Ja, die Historiker streiten sich noch, woran das lag. Dazu gucken Sie sich die Videoaufzeichnungen vom offenen Kanal OK54 an. Es ist ja sowas wie der Videobeweis beim Stadtrat. Ne? Kann man immer noch mal gucken, ob die Entscheidung richtig war. Ja, da hat sich herausgestellt, die Kommunikation zwischen einem Dezernenten und seiner Fraktion, das ist wie die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja. Ja, und es endet dann oft so, wie die Frau, die beim Wahrsager war, sich die Zukunft hat voraussagen lassen
Und der guckt mit viel Brimborium in die Kristallkugel, liest er aus der Hand. Und er schrickt da ganz fürchterlich. Er sagt uns, um Gottes Willen, nein, nein, um Gottes Willen. Ich sehe großes Unglück auf sie zukommen. Morgen wird ihr Mann sterben. Sagt die Frau, das weiß ich. Ich will wissen, ob ich freigesprochen werde. Ja, das war schon ein ziemliches Postengeschacher da im Rathaus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Historie, als damals auf dem Viehmarktplatz noch Rindviecher verschachert worden sind. Vielleicht ist das eine oder andere ja dabei über die Straße gelaufen, in Richtung Augustinerhof. Aber hier, wo Sie gerade Rindviecher sagen, bei der Trierer CDU hat sich einiges getan. Nein, nicht, weil das bei der CDU Rindviecher sind, nein. Nein, die haben einen neuen Chef. Ja, das ist auch kein Rindviech, aber der kennt sich aus mit Mist, weil er den wegmacht. Also beruflich. Nicht er, sondern seine Jungs von der Müllabfuhr. Also vom Zweckverband Abfallwirtschaft in der Region Trier, ART. Ja, und der ART-Chef, Max Monzel, der ist jetzt Chef bei den Schwarzen. Obwohl er vorher die Braunen eingeführt hat. Also die Biotüten. Damit wir die Biotonnen nicht kriegen. Haben Sie verstanden? Also, ich erkläre Ihnen das mal. Also, wenn wir alle hier unsere Bananenschalen, Krumpern und die Reste von Tant Trautchens ungenießbaren Apfelkuchen in die braunen Biotüten tun, dann kriegen wir keine braunen Biotonnen. Damit wir also die Madentonnen für draußen nicht kriegen, kriegen wir die Madentüten für drinnen. Find ich gut, dann wird es den Tierchen auch nicht so kalt im Winter, ne? Also, das erinnert mich in seiner Genialität so ein bisschen an die beiden Blondinen, die schön gemütlich an der Mosel entlang spazieren und die eine die ganze Zeit knatscht, Mensch, jetzt lass mich doch mal in der Mitte laufen. Deshalb sind Blondinenwitze auch so kurz, damit wir Männer uns die merken können. Das ist ganz normal. Also, Umweltschutz, wenn ich sowas schon höre. Es gibt ja wohl nichts Umweltfreundlicheres als den Heuschreck. Wir recyceln seit 50 Jahren dieselben Witze. Das ist Recycling pur. Aber es gab ja auch Spannung im Rathaus. Haben Sie das mitbekommen? Mensch, da gab es minütlich neue Ergebnisse aus den Wahllokalen. Da wurde bis zur letzten Minute plakatiert, mobilisiert, geworben. Alles für diesen einen Abend, an dem sich auch menschliche Schicksale entscheiden. An dem sie entscheidet, wie es mit uns weitergeht in diesen unsicheren Zeiten. Na, nicht bei der Bundestagswahl. Nee, bei der Abstimmung zur Blauen Lagune. Also, jetzt mal im Klartext. Wir haben einen Stadtrat gewählt, damit er sich um sowas kümmert. Und ich finde, wir können unseren Kommunalpolitikern auch dankbar dafür sein, dass sie sich in ihrer Freizeit um solche Sachen kümmern. Können wir ruhig mal klatschen. Aber warum müssen wir dann jetzt über einen Pachtvertrag abstimmen? Haben wir es wirklich so dicke, dass wir uns über 200.000 Euro für so eine Abstimmung leisten können? Es gibt in Trier Grundschultoiletten, die sehen schlimmer aus als in einem aserbaidschanischen Männerknast. Und wir stimmen über einen Pachtvertrag ab. Also. Ich habe schon ein paar Ideen für die nächsten Bürgerentscheide. Lasst uns doch darüber abstimmen, ob wir aus dem Moselstadion vielleicht eine Kleingartenanlage machen. Oder ob wir den halben Trierer Berg wegsprengen, damit wir nicht andauernd auf der Bitburger im Stau stehen.
Ihr würdet alle unterschreiben. Oder ob wir aus zur Laube eine Anlegestelle fürs Traumschiff machen. Oder ob wir einfach den Stadtrat ablösen durch den Heuschreck-Elferrat. Wird auch nicht. Wobei, ich muss sagen, so ein ganz kleines bisschen kann ich die Initiatoren von diesem Bürgerentscheid schon verstehen. Weil auch im Stadtvorstand, da war ja was los. Ne? Da war ja ein Kommen und Gehen. Man wusste nicht, wer ist jetzt gerade da, wer ist gerade weg, wer ist wofür zuständig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so unter uns, wo wir gerade so gemütlich zusammensitzen, also ich finde, so ein bisschen übertreiben die das langsam. Also ich meine, gut, 2018, Trier will sich als weltoffene Großstadt geben, aber muss das wirklich sein? Also jetzt gerade hier mit unserem neuen Dezernenten für Sicherheit, Ordnung, Kultur, Marketing, Gedöns und was weiß ich noch alles mit unserem Thomas Schmidt. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe ja nichts gegen die. Ich kenne ja auch ein paar von denen und ich bin ja auch froh, dass die mittlerweile alles dürfen. Aber muss so jemand wirklich in den Stadtvorstand? So als oberster Repräsentant von Trier? Sie wissen gar nicht, was ich meine. Jetzt mal ernsthaft, ich meine, da muss man sich doch nur mal zwei Sätze mit dem unterhalten oder neben den stellen. Ey, jetzt mal, der ist sowas von saarländisch. Also, jetzt mal, also wirklich, nichts gegen Saarländer. Wirklich. Nie, ich würde nie was gegen Saarländer sagen. Never. Ich bin ein großer Freund der Saarländer. Also, ich hätte ja jetzt einfach die Waffe gehalten, aber nee, ist okay, meldet ihr euch ruhig. Aber so ein gebürtiger Trierer im Stadtvorstand wäre auch nicht verkehrt, oder? Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen. An den letzten gebürtigen Trierer als Oberbürgermeister, da werden sich hier nur die allerwenigsten dran erinnern. Selbst Gustl nicht, denn das war der erste Oberbürgermeister von Trier, Anton Recking, von 1800 bis 1817. So. Sie brauchen sich das aber nicht aufzuschreiben, ich frage das nachher auch nicht ab, das ist kein Problem. So, bis jetzt haben nur die Schwarzen was abbekommen, ne? Oh. Gut, das gibt halt Ärger, aber da kümmere ich mich nicht drum, da kann sich der neue Heuschreck-Präsident mit auseinandersetzen. Nur einer geht noch über die blau-braunen da. Der ist auch genauso flach wie die AfD. Wo sitzt die braune Kröte? Ne? Im dritten Teich, ja gut. Ja. Es sind aber auch Sachen in Trier passiert, die verstehe ich einfach nicht. Vielleicht, weil ich langsam ein bisschen alt werde. Ja, ich meine, man sieht es mir nicht an, aber auch ich werde ein bisschen älter. Warum zum Beispiel darf es in Trier keine Autos und Anhänger mehr mit Puffwerbung geben? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das war doch viel attraktiver als der Bandschleifer von Hees und Peters. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist, weil die mit so vielen Besuchern aus China für die Karl-Marx-Ausstellung rechnen. Da soll es dann keine anstößige Werbung im Straßenbild geben. Dabei haben wir in Trier die höchste Puffdichte Europas. Überlegt euch, ob ihr jetzt lacht und klatscht. Ja, das kann. Und das merkt man überall. Sogar die Bestatter merken das schon. Hätte kein Mensch gedacht. Ne? Dabei ist das ganz klar. Warum kriegt der Bestatter den Sarg nicht auf? Drin liegt ein Zuhälter. Ja. Ja.
das ist, wenn Publikum mitmacht, dann geht die, gehen auch die. Das ist. Walter, hilf mir! Und die Chinesen sind auch schon da. Das merken sogar die bei der Bahn. Die hatten letztens einen Anruf auf ihrer Notfall-Hotline. Hat jemand angerufen und hat gesagt, da liegt ein Gleis auf dem Bahndamm. Haben die bei der Bahn gesagt, oh, nichts Besonderes, und haben wieder aufgelegt. 20 Minuten später dann der nächste Anruf. Jetzt ist der alte Mann überfallen. Ja, der braucht ein bisschen. Es gibt aber noch mehr Sachen in Trier, die ich einfach nicht verstehe. Und nicht nur in Trier. Zum Beispiel diese Ehe für alle. Jetzt mal ernsthaft. Wie doof muss man denn sein? Jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Ihr müsst heiraten. Hätte da mal jemand gefragt, der sich mit sowas auskennt. Aber nein, keine Ausrede mehr. Selbst ihr müsst jetzt heiraten. Obwohl, wenn man sich das mal so genau überlegt, auch so als Heteromann, so verkehrt ist das gar nicht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid mit eurem besten Kumpel verheiratet. Keine romantischen Spaziergänge am Matthäuser Weiher, nee. Stattdessen Champions League gucken auf Sky. Keine romantischen Abendessen in der Schlemmereule, nee. Pizza daheim auf dem Sofa. Mit einem frisch gezapften Bier aus der eigenen Zapfanlage, die neben dem Sofa steht. Ihr könnt die Zahnpastatuben auflassen, ihr könnt die Socken rumliegen lassen und ihr könnt in eurer eigenen Wohnung so viel rülpsen, wie ihr wollt. Das ist so ein Traum. Ja. Ach, das mit dem Sex zwischen Männern, das wird euch stören. Mensch, ist doch kein Problem. Denkt doch mal nach, ihr seid doch verheiratet. Kennt ihr doch aus dem Kreuzworträtsel. Abruptes Ende jeglicher sexueller Aktivität mit 3 Buchstaben. Ehe. Ja. Und dann geht euch das auch nicht so wie dem Mann, der da in die Stadtbücherei gegangen ist und gesagt hat, haben Sie das Buch Der Mann, der uneingeschränkte Herrscher über die Familie? Hat die Bibliothekarin nur milde gelächelt und hat gesagt, Entschuldigung, Märchenbücher haben wir nicht. Und hier, ihr Leute, mache ich Schluss. Es war erneut mir ein Genuss vom Stadtgeschehen, euch zu berichten, dazu Historien auch zu dichten. Doch sind die Storys nun mal eben gerade nur ein Hauch vom Trierer Leben. Aus dem könnte ich von 1000 Sachen hier in der Bütt jetzt noch Witze machen. Das meiste wäre euch wohl bekannt, von schrill bis bunt und auch charmant. Hier lebst du gut, hier hast du Gaudi. Und Trier ist schon Quant. Hallaudi! Ja, er beobachtet das Stadtgeschehen nicht nur im Karneval, nein, er tut es auch in seinem Beruf. Das war, meine Damen und Herren, in seiner ureigenen Art und mit einer sehr spitzen kommunalen Feder unser Wichshänschen alias Alexander Huben. Lieber Alexander, auch bei dir bedanken wir uns mit einem dreifach kräftigen Heuschreck. Hallaudi, Heuschreck, Heuschreck.